So, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir Stück für Stück diese Terrasse hier reinigen, beziehungsweise reinigen und neu versiegeln mit Öl. Die ist jetzt bereits frisch versiegelt, muss auch ein bisschen trocknen. Worauf du da achten solltest, das erfährst du alles in diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Als allererstes solltet ihr den Boden reinigen vor Schmutz bzw. befreien, sprich Dreck, was jetzt hier rumliegt, Blumenerde, Laubblätter und so weiter und so fort. Das solltet ihr alles entfernen. Könnt ihr mit einem Handfeger machen, alles schön einfegen oder mit einem Besen oder mit einem Industriesauger. Geht am schnellsten und am effektivsten. Das solltet ihr sehr, sehr gründlich machen, denn wenn nachher irgendwie kleine Filzelchen oder Dreckpartikel liegen bleiben, die stören euch dann, wenn ihr das Ganze dann neu lasieren oder ölen wollt. Nachdem der Boden vorbereitet ist, sprich sauber, upsala, merkt schon, ich rutsche aus, festes Schuhwerk solltet ihr auch anziehen, verwenden wir jetzt einen Hochdruckreiniger, um die Holzdielen zu reinigen, beziehungsweise den Grünspan und groben Schmutz alles abzubekommen. Ihr könnt natürlich das Ganze auch umspringen und ihr nehmt eine Bürste und der nächste Schritt, der dann kommt, da gehen wir mit einem Grauer rüber, der reinigt das Holz nochmal, beziehungsweise nimmt dann das Moos und die Kräue von dem Holz. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn ich das Ganze mit einem Hochdruckreiniger bearbeite, ist das Ergebnis umso besser. Deswegen kann ich euch das Ganze nur empfehlen. Hochdruckreiniger, das ist einer hier von Kärcher und zwar das Modell K4. Wurde uns so im Baumarkt empfohlen. Es kommt nur darauf an, wie viel Fläche ihr damit reinigen wollt. Ab einer bestimmten Fläche setzt der Hochdruckreiniger wohl dann aus, weil er überlastet ist. Das sind jetzt hier ungefähr 20 Quadratmeter und dafür ist der locker ausgelegt. Also lest euch dann die Bedienungsanleitung durch, beziehungsweise die Beschreibung von dem Gerät. Ich kann euch das bestens empfehlen. Das ist jetzt die zweite Terrasse, die wir jetzt machen. Und der leistet wirklich sehr, sehr gute Dienste. Zum Thema Kompressor, beziehungsweise Hochdruckreiniger. Ihr braucht einen ganz normalen Wasseranschluss, beziehungsweise Schlauch, den ihr raufsteckt. Dann habt ihr üblicherweise immer zwei, drei Anschlüsse, eine Dreckfräse, eine Kreisfräse, also verschiedene Aufsätze und hier auch einen Teller. Und den Teller kann ich auf Stein einstellen beziehungsweise auf Holzplatten. Eigentlich perfekt für solche Arbeiten. Was ich euch noch empfehlen kann, ist, wir haben jetzt hier so einen Flexschlauch, der ist eigentlich ideal für diejenigen, die einen Balkon haben oder eine Terrasse, wo nicht draußen ein Wasseranschluss ist. Diesen Flexschlauch, der ist, glaube ich, 10 Meter lang und verlängert sich auf 30 Meter, richtig, richtig toll. Werde ich euch auch alles unten in der Videobeschreibung verlinken. Und passend dazu haben wir uns einen Adapter geholt, den könnt ihr am Waschbecken oder beispielsweise an der Badewanne anschließen. Das ist ein Kunststoffteil auch von Gardena. Das schließt ihr an bzw. schraubt drauf, dann könnt ihr jederzeit das Kunststoffadapterteil für den Schlauch anstecken und ganz normal dann euren Kärcher anschließen bzw. auch Blumen gießen. Ist ein ganz, ganz tolles Teil. Das liegt, glaube ich, bei, ich weiß nicht, 13 bis 15 Euro und der Schlauch liegt auch bei 40 Euro. Also eine richtig, richtig tolle Investition, wenn ihr einen Balkon habt und es wirklich satt habt, immer die Gießkanne hin und her zu schleppen. So, wir fangen jetzt einfach mit diesem Aufsatz hier an und kärchern die gesamte Fläche einmal. Lassen das Ganze dann trocknen. Bei Bedarf könnt ihr das wiederholen, aber in der Regel müsst ihr das Ganze nicht, denn dann kommt unser Grauer zum Einsatz. Aber erstmal fangen wir mit dem Reinigen an. Und jetzt haben wir die Vorreinigung quasi abgeschlossen. Was ich noch nicht erwähnt hatte, ist, beim Kärcher habt ihr beispielsweise an der Seite einen Schlauch, den könnt ihr rausziehen und dann könnt ihr schon so einen Holzbodenreiniger einstöpseln und dann auch schon den Boden reinigen, quasi ein Abwasch. Ich mache das immer mal so, dass ich den groben Schmutz jetzt löse und einige Stellen sind noch ein bisschen verschmutzt und jetzt kommt einfach ein Grauer zum Einsatz. Das ist gibt es in Gelform, gibt es in flüssiger Form. Ich habe den jetzt in flüssiger Form. Den könnt ihr bis zu 5 Liter beispielsweise vermischen und dann mit einer Gießkanne auftragen. Und jetzt nach 20 bis 30 Minuten Einwirkzeit nehmen wir das Ganze auch wieder mit dem Kärcher runter.
nachdem die Terrasse getrocknet ist, können wir auch loslegen mit dem Ölen. Vorweg empfehle ich euch einfach mit ganz normalen Kreppband oder Abklebeband alle Stellen abzukleben, die nicht mit dem Öl in Berührung kommen sollten. Als Öl verwende ich hier dieses Holz-Spezialöl von Cycus. Das ist ein Premium-Terrassenöl für alle Holzarten. Das gibt es auch in unterschiedlichen Farbtönen. Jetzt haben wir hier Spezialöl farblos. Für die erste Terrasse, die wir versiegelt haben, da haben wir beispielsweise Bankirei verwendet, transparent. Ja, das sind halt zwei unterschiedliche Farben, je nach Geschmack. Wir wollen jetzt hier bei der zweiten Terrasse einfach mal dieses farblose Öl verwenden. Ihr könnt auch sehen, das ist wirklich sehr, sehr gutes Öl. Also die mich kennen, die wissen, dass Cycus mein Partner ist, der mich mit Produkten unterstützt. Aber auch hier Heimwerker Praxistest, Note 1,4. Und vor Gebrauch sollte das Ganze natürlich ordentlich durchgemengt werden. Und dann fangen wir an mit den Kanten, beziehungsweise ihr solltet versuchen, immer Bohle für Bohle zu streichen, damit wir keine Schattierung haben, beziehungsweise wenn es jetzt, sagen wir mal, mitten im Sommer ist, dann fängt das Öl ziemlich schnell zu trocknen. Und wenn ihr jetzt hier die Hälfte nur streicht und später die andere, kann es sein, dass es zu Verfärbungen führen kann. Deswegen empfehle ich euch immer, Bohle für Bohle zu streichen. Natürlich fange ich jetzt erstmal mit den Rand hier an, damit ich nachher schön flächendeckend lackieren kann. Ich verwende jetzt hier einen Pinsel von 140 mm Breite, umso breiter, umso besser. Und dazu einen passenden Teleskopstab, damit ich mich nicht die ganze Zeit bücken muss. Ihr seht auch hier, der Pinsel passt hier ganz schlecht in den Farbpot rein. Und ein kleiner Tipp von hier, nehmt euch einfach eine Einwegflasche, schneidet die zur Hälfte durch und dann könnt ihr dort bequem Öl reinfüllen und dann das Ganze ganz normal mit einem Pinsel entnehmen. Und ihr könnt sehen, an einigen Stellen trocknet das Ganze schon. Das heißt, es sieht so fleckig aus. Nicht erschrecken, morgen ist das Ganze einheitlich. Wie gesagt, ihr könnt auch anderes Öl nehmen. Ich zeige euch mal jetzt hier das dunkle Bankirei. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Aber wir wollten hier für diese Terrasse etwas Helleres haben. Wir haben jetzt hier ungefähr 10 bis 15 Quadratmeter. Ihr müsst natürlich bedenken, dass wenn jetzt solche Dielen 5 bis 10 Jahre nicht behandelt worden sind, dass die ziemlich viel Öl einsaugen. Deswegen kauft lieber zwei Dosen und dann seid ihr auf Nummer sicher. Und am Anfang des Videos habe ich ja schon erwähnt, dass ihr das Ganze auch ohne Kercher machen könnt. Und zwar mit einer Bürste. Dann nehmt euch so eine Teleskopstange und dann ordentlich Wasser und dann gib ihn. Ist natürlich sehr, sehr zeitaufwendig und ich denke, da schwitzt man um so einiges mehr. Deswegen kann ich euch wirklich diesen Hochdruckreiniger euch empfehlen. Der hat wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und wie gesagt, findet ihr unten alles in der Videobeschreibung verlinkt, sowie auch die Farben und die ganzen Zubehörmaterialien, die wir jetzt hierfür verwendet haben. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Würde mich über einen Handwerker-Daumen nach oben freuen und über ein Abo, falls du den Kanal noch nicht abonniert hast. Hier geht es rund um das Thema Handwerken und Heimwerken. Natürlich gehört das ja auch zu dem Heimwerker- bzw. Handwerkerbereich. Und ja, schau dich einfach mal um auf unseren Kanal. Ich würde sagen, bis nächsten Freitag, 19 Uhr. Bis dahin, euer Mr. Handwerk. Ciao.